Servus Leute, recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed Odyssey. So, und wie versprochen, in der letzten Folge habe ich gesagt, wir werden jetzt nach Andros reisen. Ich glaube mal, das könnte ein paar Minuten dauern, bis wir dort ankommen. Es ist ein ganz schön weiter Weg, das ist heftig. Und wir werden bestimmt dort auf ein paar Schiffe treffen, die wir da erledigen müssen. Gut, dann würde ich sagen, go, go, go. Ich mache hier mal noch eine Markierung hin. 7 Kilometer? Meine Fresse. Okay, schauen wir uns an. Willst du uns begleiten? Nur ein kleines Stück. Ich habe ihn. Dann. Oh, was ist denn jetzt? Feuerschalen. Die Verbesserung Feuerschale hat mächtige Feuerangriffe für dein Schiff freigeschaltet. Verwende normale Angriffe, um Feuerkraft aufzubauen und dann feste spezielle Feuerangriffe, zum Beispiel mit Brandpfeilen L2 plus R1. Und Brandspeere R1. Okay. R1, L2, R1. Okay. Schauen wir mal, ob wir das merken können. Herodotos hilft mir, meine Mutter zu finden. Du hast den Beistand der Götter gesucht und sie brachten dir Herodotos. Genau wie sie dich zu mir brachten. Ihre Pläne entziehen sich unserem Verständnis. Wir können nichts tun, außer ihnen zu folgen. Vielleicht hast du recht. Herodotos und ich haben auch gemeinsame Feinde. Wie Elpeno? Er ist. Teil einer mächtigen Gruppe, die sich Kult des Kosmos nennt und über das Orakel die griechische Welt kontrolliert. Das Orakel kontrollieren? Unmöglich! Das würde Apollon nie zulassen! Jetzt suchen sie nach meiner Mutter. Ich muss sie finden, bevor sie es tun. Und ich glaube, sie werden jeden bekämpfen, der ihnen in den Weg kommt. Bei Hermes! Das Orakel wird manipuliert und jetzt dieser Kult! Wissen wir, wer sie anführt? Ich weiß es nicht sicher. Könnte mein Bruder sein. Dein Bruder? Bei Zeus, dein Leben ist kompliziert. Wem sagst du das? Alter, was ist los? Zuerst müssen wir nach Andros. Worauf warten wir doch? Jagen wir Piraten! Diese Sturmlage gefällt mir nicht! Wir sind hart am Wind! Oh, da kriegen wir gut Holz. Richtig gut Holz hier. So, können wir mal bitte jetzt. Feuer! Ja, Feuer!
mal weg hier, weil gucken wir mehr Schiffe. Ewig weit zu fahren, ey. Aber ich krieg brutal gut Holz. Schauen wir mal, ob wir auf Kurs sind einigermaßen. Ich wollte eigentlich hier durch. Warte mal, ich werde mal hier markieren. Ich glaube, dass wir da besser durchkommen, weil der Weg kürzer ist. Hier muss wieder voll sein. Also unser Segel ist auf jeden Fall repariert. Fahren wir durch die Bucht hier durch. Versunkener Tempel der Aphrodite. Können wir uns eigentlich noch schnell holen? Okay, hier irgendwo muss es sein. So. Alter. Ich gehe lieber mal hoch. Das ist so das für mich. Das muss ich später machen. Ich glaube eh, dass ich die ganzen Seeschätze zum Schluss machen werde. Das ist ein bisschen zu krass, glaube ich. Meter noch. Volle Geschwindigkeit! Auf jeden Fall schauen, dass wir in dieser Folge noch da ankommen. Wieder bei Atem sind, können wir anziehen.
erste persische Invasion zurückschlug. Der große Themistokles, König Dareios von Persien. Ich weiß nicht. Der Ort, wo der große Theseus den kretischen Stier erschlug. Schauen wir mal, dass wir einfach noch vorbeischwimmen, ne? Ihr seid hoffnungslos. Die weg, gell? Alter, so knapp. Wiederholen. Ja, da muss ich umdrehen. Wir werden von der Seite erwischen. Sehr schön. Sollen wir mal so eine Ruhe haben bis dahin? Schon wieder? Ja, da vorne ist auf jeden Fall schon eine Insel. Cassandra, ich wollte dich schon lange etwas fragen. Was damit? Dein Speer. Wie hast du ihn gefunden? Mutter sagte,
Die Spartaner hätten ihn von der Schlacht bei den Thermopylen. Und die uns was? Warum ihn hier zurückbringen? Leonidas war ihr Vater. Unglaublich. Der Speer schenkt dir Visionen. Er hilft mir in der Schlacht. Wie genau? Ich kann es kaum beschreiben. Es ist, als kenne ich die nächste Aktion meines Gegners, schon bevor sie passiert. Faszinierend. Das ist wirklich außergewöhnlich. Okay, dann schauen wir doch mal, wo hier auf der Karte der Anlegepunkt ist. Wenn wir den dann schon sehen. Ah, genau, geradeaus, okay. Okay. Dann zum Schiffsdeck. Und schaut mal, Leute, was wir Holz bekommen haben jetzt. Wahnsinn. Sehr geil. Kein gutes Segelwetter, Kapitän. Kleine Insel, die dürfte eigentlich nicht so lange dauern. Das ist auch schon unser Anlegepunkt. Schiff anlegen! So, und was liegt im westlichen Teil? Schauen wir doch mal. Liegt im westlichen Teil des verlassenen Waldes. Okay, da ist es schon. Eine große Tür schützt den Eingang. Okay, schauen wir doch mal. Da wäre ich. Habe ich eh schon markiert. Ich glaube, mit den Bären müssen wir aufpassen. Bären, Wildschweine, alles vorhanden hier. Okay, das sieht aber nicht griechisch aus. Ach, das wird es vom... Wie kommt man da nur rein? Wo die hierher gereist sind. Ich frag mich, ob... Durch das komischen... Na, wie heißt's? Wo die Zeitreise machen können. Die werden schon in der Zeit hier mal gewesen sein und da irgendwas hingebaut haben. Deswegen leben die auch länger, ist ja klar, weil die Medizin natürlich früher auch besser war wie damals. Also in unserer heutigen Zeit besser ist, wie so damals war. Und ist es höchstens auch intelligenter, den Menschen von heute. Wer ist da? Zeig dich! Mit Zögern bringst du dich nur schneller. Mirine. Ins Grab. Ich weiß, Martha. Du wirst immer besser und dein Wille ist stark. Doch du handelst nicht. Das wollte ich ja. Ich weiß. Aber es sind die Augenblicke dazwischen, die entscheidend sind. Du bist dran. Leonidas Speer. Du bist jetzt alt genug. Der Speer meines Vaters bringt eine Bürde mit sich, aber du bist bereit. Okay, das ist ihr Vater, das ist praktisch ihr Opa. Ich hab was gespürt. Ja? Der Speer ist voller Magie. Er entstammt einer Dynastie der Macht. Eine Linie von bedeutenden Helden desselben Blutes, das in deinen und meinen Adern fließt. In unserer Familie. In uns allen? Denk an Leonidas. Er hatte sehr viel Mut. Und er hat ein großes Opfer gebracht. Sein Blut ist dein Blut. Und auch seine Kraft. Wir sind in der Lage, bestimmte Dinge um uns herum wahrzunehmen.
Das ist die Gabe unserer Familie. Aber das kann nicht jeder verstehen. Manche erkennen die Macht, die wir in uns tragen, und wollen sie nur für sich. Sie werden versuchen, sie uns zu nehmen. Das lasse ich nicht zu. Ich weiß. Du bist eine Kriegerin. Wenn wir weitergehen, immer weitergehen, sind wir unbesiegbar. Ein Sturm zieht auf. Dann sollten wir jetzt vielleicht weitergehen. Okay. Das ist also ihr Opa dann. Leonidas? Oder Leonidas? Martha, ich habe dich nicht vergessen. Okay, dann schauen wir doch mal da rein, wenn der Speer schon die Tür öffnet. Bei den Göttern. Wer hat all das erbaut? Uralte Schmiede. Erkunde die Höhle. Wir machen mal Licht an. Wie ist sowas überhaupt möglich? Wie könnte ich sowas jemandem wie Markus erklären? Da drüben leuchtet etwas. Sieht aus wie ein Speer. Höchstleistungsangriffe mit ihren mächtigen Effekten, okay. Das habe ich gemeint, genau. Demos. Die Schmiede. Ich wusste es, ich habe dich zu lange im Animus gelassen. Animus, genau. Deine Vitalwerte sind abgestürzt. Du verstehst das nicht, das bestätigt es. Cassandra hat ISO-Technologie nicht nur besessen, sie konnte sie sogar verbessern. Stell dir vor, wie mächtig dieser Stab sein könnte. Ich gebe zu, das wäre ein unglaublicher Fund. Nur im Moment bin ich die Ärztin und kümmere mich um dich. Und jetzt ruh dich aus, bevor du zu Cassandra zurückgehst. Dafür ist keine Zeit. Abstergo ist uns vielleicht schon auf den Fersen. Und der Rest von uns ist auf sie vorbereitet. Wenn du dich hier übernimmst, ist unsere Mission beendet. Ich dachte, du könntest Patienten aufmuntern. Vergiss nicht, wir sind ein Team. Wir halten dir den Rücken frei, bis die Untersuchung abgeschlossen ist. Ich weiß. Kyoshi hat gestern das Loft gesichert und hält die Augen offen. Elena steht bereit für historische Recherchen. Und sprich mit mir, falls du nach einem Animus-Aufenthalt verwirrt bist. Ganz die Therapeutin. Bin ich nicht. Das reicht fürs Erste. Komm, ich rein da. Ich mach kurz Pause. Schade, dass wir keinen Zugang mehr zum Fitnessraum haben, oder? Die Mitgliedschaft ist zu teuer. Okay. Faszinierend. Leila, ist es zu glauben, dass wir Herodotos persönlich treffen? Ist es. Und er redet ziemlich viel. Kann ich dir bei irgendwas helfen?
Ich lass dich mal arbeiten. Wenn du irgendwas brauchst, sag einfach Bescheid. Hier noch. Oh, was sind das jetzt? Medien. Das verlorene Buch von Herodotus. Der Speer des Leonidas. Würde ich nicht für die Assassinen arbeiten, würde ich es nicht glauben. Ich bin mir jetzt nicht mal sicher. Aber mit ein bisschen Glück und viel Recherche haben wir den archäologischen Fund des Jahrhunderts gemacht. Oder wir hätten, wenn es nicht geheim wäre. Okay, das schauen wir jetzt nicht an. Also das ist hier das alles. Ah, na, das schauen wir jetzt nicht an. Der Mittelpunkt des Universums im Altertum. Okay, das ist anscheinend die Karte. Adler sind prima, aber interessierter Affe wäre noch cooler. Okay. Können wir schon wieder reingehen hier? Bist du sicher, dass du schon in den Animus zurückkehren willst? Ich habe das Gefühl, du wirst ziemlich lange da drin sein. Will ich auch. Ja, ich will wieder in Animus. Ja, ich bin bereit, wieder zu Cassandra zu werden. Alles klar. Ich passe auf dich auf. Mach bitte. Mit Zocken, Mädch. Genau, und das waren anscheinend die Menschen, wo der Herodotos vorher gesagt hatte, dass die schon vorher da waren und halt da so ein Ding wahrscheinlich hingestellt haben. Er hat gesagt, sie sehen aus wie Menschen, sind aber viel intelligenter und leben länger, ist klar. Also mit der Medizin von heute leben wir natürlich länger, wie die damals gelebt haben. Okay, jetzt kommt erstmal ein mega Ladebalken. Okay, er ist nicht mehr abgebrochen. Er hat jetzt hinten einen Griff dran, ne? Mein Speer ist jetzt besser. Der Kult hat keine Chance. Der Speer des Leonidas. Verbessere den Speer des Leonidas hier in der Schmiede von Hephaistos mit Fragmenten von Artefakten. Durch die Verbesserung erhöhst du dein Adrenalin und schaltest mächtigere Fähigkeiten frei. Sammle Artefaktfragmente von besiegten Mitgliedern des Kults des Kosmos. Benutze das Questmenü, um deinen Fortschritt bezüglich der weiteren Speerverbesserung zu prüfen. Okay. Jetzt könnte ich... Ja genau, jetzt kann ich nämlich hier weiter skillen. Wir werden auf jeden Fall... Das sind 5 Sekunden bloß mehr. Das ist nicht viel. Ja, das machen wir nicht. Das finde ich jetzt nicht so geil. Aber den will ich machen hier. Dann würde ich die Schilder besser rausreißen können. Er fordert Speerstufe 5, okay. Kriegerschaden haben wir schon auf Max. Und den können wir auch nochmal erhöhen hier, damit wir mehr Heilung bekommen. Dann bitte einmal diesen hier noch. Oder machen wir den hier. Kann zweimal verkettet werden, macht mehr Schaden. Nehmen wir den hier. Okay. Speerstufe 2. Wie können wir das jetzt hier sehen? Maximal 7 Gesundheit. Ja, wie viel brauchen wir denn jetzt hier? Wie viele Fragmente haben wir? Wo steht es? Fragmente. Stehen hier irgendwo unsere Fragmente? Sie haben 2 Fragmente. Anzahl mal 2.
Okay, können wir... Wo sehe ich denn, wie viele Fragmente ich nochmal brauche? Für die nächste Stufe. Bei den Quests vielleicht. Augen des Kosmos. Das ist nicht. Spiel Herodotus. Naja, wie viele Quests seht ihr durch? Geh nach Pifki. Odyssee. Nummer 2. Ja, wie seht ihr, wie viele Fragmente ich brauche? Gehen wir auf die Kultisten, vielleicht steht da was dabei. Ne, da haben wir bloß was Neues freigeschaltet. Aber... Wir sehen jetzt nicht in den Fähigkeiten... Jetzt nicht, wie viele Fragmente ich jetzt hier brauche dafür, für die nächste Stufe. Okay. Wenn ich da rangehe, sehe ich es dann? Nee. Sieht aus wie das Schwert, das Deimos beim Kultistentreffen trug. Wurde es hier geschmiedet? Es nervt mich jetzt gerade, weil ich es nicht sehe. Oder ich übersehe es gerade extrem, wie viele weitere Fragmente ich brauche. Hier sehe ich aber auch nichts. Oder kommt es vielleicht erst noch? Okay, das werden wir rausfinden. Jetzt gehen wir wieder raus, würde ich sagen. Das werden wir schon irgendwie rausbekommen. Naja, Herodotos wird sich freuen. Denn ganz sicher war lange vor uns jemand hier. Das von diesem Ort gewusst hat? Ja, bestimmt, oder? Oh. Zeit zu reden. Der ist aber böse.
bist nicht schwer zu finden. Du bist mir gefolgt? Geht's dir gut? Alexios, du lebst! Fass mich nicht an. Komm schon, kleiner Bruder. Du musst mir alles erzählen. Was ist dir zugestoßen? Ich muss dir gar nichts erzählen. Ich kenne dich nicht. Aber ich kenne dich. Wie dem auch sei. Es gibt wichtigere Dinge zu besprechen. DSBs. Richtig. Wie das, was du mit dem Artefakt angestellt hast. Du hast meine Aufmerksamkeit, falls du sie wolltest. Was? Das Artefakt hat uns die Wahrheit gezeigt. Wir sind eine Familie und haben es lebend aus Sparta herausgeschafft. Ja. Es hat die Wahrheit gezeigt. Nämlich das, was ich immer wusste. Du hast mich von einem Berg geworfen. Wenn es das ist, was du glaubst, Alexios, hast du dir wohl dabei den Kopf gestoßen. Es wurde mir berichtet. Und zwar nicht von einer Lügnerin wie dir. Und nenn mich nicht Alexios. Gut, Deimos. Aber den kenne ich noch nicht. Er ist ein Halbgott. Verehrt und gefürchtet vom Kult und der griechischen Welt. Warum arbeitest du dann für den Kult? Hast du mir nicht zugehört? Sie folgen meinen Anweisungen. Dann triff deine eigene Wahl. Hilf, Martha zu finden. Verschon mich. Ich will keine Familienzusammenführung. Ich will nur wissen, was du hier machst. Dasselbe wie dein Kult. Ich suche nach unserer Martha. Sie brauchen sie nicht. Das sehen deine Kultisten anders. Myrine ist ihr nächstes Ziel. Wenn sie sie suchen würden, dann um sie umzubringen. Aber wenn du nicht weißt, wo sie ist, hat sie dich wohl auch verstoßen. Wie traurig. Selbst wenn wir verstoßen wurden, haben wir überlebt. Es kann alles wieder wie früher werden, wenn wir sie finden. Der Kult interessiert sich nicht für Sentimentalitäten oder Familie, sondern nur für Macht. Wenn sie es auf uns alle abgesehen haben, steht einer weniger auf ihrer Liste. Ich habe Nikolaos getötet. Und doch gibst du dich rechtschaffen und bist am Ende genau wie ich. Mir ist egal, was du denkst. Ich werde Myrine finden. Tu das Richtige. Komm mit mir. Was? Wir könnten sie suchen. Gemeinsam. Du kannst mir helfen. Oh, glaubst du, Freundschaft ist die Antwort? Sollen wir Hand in Hand umherlaufen und unsere liebe Mutter suchen? Es ist ein Penner. Bitte, du bist schwach. Schwach? Ich bin schon viel länger gezwungen zu töten als du. Oh, ich zittere schon. Hinter mir steht eine Armee. Ein falscher Schritt und du bist Geschichte. Das ist der Plan. Ich bekämpfe den Kult, das weißt du. Du hast gesehen, wie viele wir sind. Gesehen, was ich tun kann. Und du denkst immer noch, du hättest eine Chance? Wetten? Mutig sein liegt also in der Familie, nicht wahr? Du sagst, wir wären vom gleichen Blut. Also zeig mir, wozu du imstande bist. Immerhin haben wir uns gefunden, Bruder. Du Alter. Sollst mich nicht anfassen. Deimos! Okay, ich glaube, gegen den werden wir noch kämpfen müssen. Malaka. Herodotos wird mir kaum glauben. So, bevor wir jetzt aber da unten weitermachen, will ich die Bitche noch erledigen. Ich muss ihm sagen, was passiert ist. Haben wir nämlich die nächsten Kultisten, dann sind wir einer weniger auf der Liste. Vom schönen Deimos. Oder Alexios. Alter, ist komplett im Wald drinne hier.
Lassen wir mal. Ihr müsst wissen, wenn wir jetzt mit Alexios gespielt hätten, ob der Cassandra auch so eine blöde Bitch wäre. Kann ich mir fast nicht vorstellen, aber es muss ja eigentlich fast so sein, dass sie dann eigentlich der böse Part ist. Aber das werden wir wohl nicht ausfinden. So, jetzt schauen wir mal, dass wir die killen können. Mit 16 oder so. Schauen wir mal, vielleicht können wir den ja. Lager am Strand. Hier muss ich vorsichtig vorgehen. Naja, ich will bloß den Kultisten haben. Den Tod schon mal bestätigen. Das hast du verdient. Sogar noch Schlimmeres. Okay. Dann können wir gleich mal die schönen Schuhe anziehen. Stufe 16. Ist zwar Feuerschaden drauf, aber. Was haben wir hier noch? Kultistenwache ausschalten. Das wird die da sein. Gefangenenbefreiung dreimal und Schatz plündern. Oh nee. Nee. Oh ne, warum bin ich jetzt hier reingepackt? Och, geh, oder? Och, Alter. Sag jetzt, hier komme ich nicht mehr raus. Ich dreh durch. Okay, Leute, wir müssen. Müssen wir jetzt anders machen. Boah, ich kann nicht speichern. Ich krieg einen Vogel. Ach, das ist doch scheiße. Oh, Alter. Aus. Jetzt kann ich den Spielstand noch mal laden. Hm.
und den nochmal laden. Das hilft nicht, Leute. Scheiße. Das ist Mist. Ich hoffe mal, dass der Tod noch bestätigt worden ist. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich sind wir jetzt wieder da hinten drinne. Oh, nee. Kann den ganzen Scheiß nochmal machen. Alter. Okay, Leute, ich würde sagen, wir machen an der Stelle einen Cut. Ich mache das jetzt alles nochmal durch und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Da müssen wir natürlich nochmal alles anschauen. Das ist auch blöd, aber sehr, sehr ärgerlich jetzt gerade. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, ciao, euer Andi.